Oh, ich brauche hier Boden. Ich falle hier sonst runter. Ich... Ah! Hüpft. Cool, geschafft. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Baurunde von Portal Knights 2.0. Am Start ist wieder Jamie. Hallo! Und Milena. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir werden jetzt hier fleißig weiterbauen. Wenn ich hier mit dem Holz fertig bin, dann mache ich mir auch das dunkle veredelte Holz, damit das hier jetzt auch noch ein bisschen schneller geht. Ja. Allerdings sehe ich gerade, hier ist ja noch der ganze Teil gar nicht verschlossen. Und unten wolltest du auch noch das alles ein Stück runter versetzen. Ja, aber das mache ich ja erst, wenn hier oben alles tutti ist, ne? Yep. Das ist ja so eine Arbeit, das muss auch gar nicht unbedingt dann hier so mit aufgenommen werden. Das ist vielleicht auch ein bisschen langweilig. Das entscheide ich dann ehrlich gesagt so ganz spontan. Ich würde jetzt gerne zusehen, dass man... Genau, also darunter will ich ganz. Das wird dann hier unser Unterdeck. Ich würde jetzt gerne sehen, wie das hier ein bisschen vorangeht. Oh ja, das sieht doch schon mega nice aus. Warte mal. Oh ja, das passt auch ganz genau. Kommt man gut durch? Ja, und dieses hier, und? Guck mal, warte, ich nehme mal kurz meine eiserne Spitzhacke. Eigentlich müsstest du mir mal so einen Block rausschmeißen, aber guck mal, siehst du die zweimal Erde hier? Ja. Da kommen jetzt auch die dunklen, und zwar ganz bis hier hinten hin. Und damit schließt du die Wand. Wie meinst du jetzt? Also, ich schmeiß dir mal kurz ein paar raus. Ja. Warte. Hast du sie? Ja. Warte. Gut. So. So. Ja. Von hier aus. Bis einmal zur anderen Seite. Ja. Also bis hier. Bis hier, wo ich stehe. Ja, warte mal kurz, den einen. Da musst du einmal noch den platzieren. Ja, warte mal, ich klopp den gleich weg. Also unter der Treppe nicht. Ja, ja, genau. Da kommt noch ein dunkler. Ich muss einmal kurz durch meine Geheimgänge huschen hier. Ich schmeiß dir erstmal kurz deine Blöcke wieder raus. Ja. Ich habe ja hinten auch noch ein bisschen was zu tun. Toll, genau. Hast du genau runtergeschmissen. Oh, das tut mir leid. Genau, hier stehen dann bei Captain Brinewood die Regale dann vor. Genau. Das sieht auch richtig cool aus, wenn das dann hier zu ist. Ja. Sowieso, ich glaube, wenn die Erde mal weg ist und die durch die anderen Blöcke ersetzt ist, dann wirkt das auch schon ganz anders. Genau. So, und hier, glaube ich, gehen wir runter. Ich habe mich jetzt noch gar nicht entschieden, aber ich glaube, ja. Ich glaube, hier kommt die Wand hin. Erschlag. Ich erschlag mich. Zwischendurch muss ich mal gucken kommen. So ist cool. Dann hier eine Wand. Ja. Hoch. Genau. Hier mache ich das jetzt noch so. Hast du das auch schon richtig so beim Zusammengehen, dass ich da einfach nur die Erde abkloppen muss und platzieren kann? Ja, das sieht doch gut aus. Also grundsätzlich kann es ja die ganze Zeit sein, dass wir was ändern müssen. Aber ich meine, so vom Motiv her ist das doch jetzt ziemlich gerade. Wenn man hier so steht. Du musst nur aufpassen, da fällst du natürlich jetzt noch runter, ne? Ja. So, ich hole mal eben die zwei Türen, weil ich glaube, unsere Kajüte darf eine Doppeltür haben, oder? Ja, aber da musst du auch extra eine Doppeltür herstellen. Ach
so geht das. Ich bin irgendwie bei Minecraft, glaube ich. Oh, ich habe nur noch zwei Einzeltüren. Also ich muss mal gucken, wo habe ich denn noch Fenster? Drei Fenster habe ich noch. Von diesen schmalen, die kommen da nämlich hin. Und dann probiere ich jetzt mal so eine Tür. Und dann gucke ich mal eben, was ich denn bräuchte für so eine breite Tür. Wo wird die wohl sein? Genau da, wo... Auf dem Skizziertisch vermutlich, ja, oder? Ja, da, wo auch die normale Tür ist. Okay, große Tür. Da braucht man Kupferbarren für. Okay, das sollte kein Problem sein. Aber es könnte auch sein, dass das doch gar nicht gut aussieht. Ich habe gerade gesehen, die ist doch ganz schön wuchtig. Also ganz schön gigantisch. Gigantomanisch. Genau, vielleicht dann doch lieber nicht. Hast du noch ein paar Blöcke? Schwarze? Ja. Kannst du mir mal bitte den Gefallen tun und hier bitte den Boden zu Ende machen? Weil sonst muss ich jetzt die ganze Zeit hier irgendwie rumklettern. Hier vorne? Ja, ja, klar. Hier, wo ich jetzt gerade baue aktuell. So, Fenster, Türen. Schade ist auf jeden Fall, dass man diese Fässer jetzt nicht hier platzieren kann. Du hast ja noch ein bisschen Holz. Kannst du dann hier schon mal bei der Treppe diese Wand machen? Die auf der anderen Seite auch ist. Mir ist das Holz jetzt auch ausgegangen. Ich muss mir schon Neues machen. Oh. Der war irgendwie verschenkt. Ich muss wahrscheinlich auch erstmal gleich irgendwie die Mitte suchen hier. Wow. Ich fahre hier vermutlich gleich runter. Mit meinem Holz komme ich ja wirklich weit. Hast du sonst noch ein bisschen Holz? Ja, habe ich. Wie Kannst viel? Du die hier abholen? Okay. Glaube ich. Also ich habe jetzt gerade mal nicht geguckt, aber ich müsste eigentlich genug haben. Nee, irgendwie geht das hier nicht auf. So, Holz? Habe ich da was falsch gemacht? Dieses Jahr? Ja. So viele hast du? Krass. Ja, ich sagte ja, ich habe beim letzten Mal sogar bei der Inselverkäuferin noch welche eingekauft. Ach so. Kann man da die verirrten Blöcke kaufen? Ja. Ach so. So, ich brauche hier Boden. Ich falle hier sonst runter. Hüpft. Cool, geschafft. Gerade noch so eben. Oh, Milena, was soll das denn? Ich kann dir gleich den Boden fertig machen. Fertig machen. Fettig machen. Ja, mach ihn mir mal fettig. Ja, das mache ich. Mach ihn dir fettig. Hopp. So, der ist aber gar nicht in der Mitte. Das ist ja ärgerlich. Ärgerlich, spärgerlich. Ja, ist egal, glaube ich. Ich glaube, das sieht trotzdem mega aus. Also, wenn der Boden jetzt hier endlich mal drin ist. Ja, ich glaube, da müssen wir mit leben. Ja, das tun wir wohl auch. Ich dachte, der kann genau hier bei dem Dreier da drunter. Aber die anderen Türen sind auf jeden Fall zu groß. Genau, bei Minecraft war ich wohl gerade. Also, wenn man da eine zweite Tür platziert, dann kriegt man da ja so eine nice Doppeltür. Ja, aber hier muss man auch einzeln so eine Doppeltür richtig herstellen. Kannst du erstmal hier unten bitte nochmal zwei Blöcke, damit wir jetzt die Tür vernünftig benutzen können? Ja, stimmt, genau. Ansonsten muss ich hier wie so ein Assassine... Oh, nicht mal. Zack, weg ist das kleine Mädchen. Ich bin hier auch runtergerollt gerade. Ja, super. Nee. Da fehlt wohl... Oh nein, meine Tastatur. Nein, 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 nein. Oh, adios. Was schön mit euch. Liebe Tastatur. Ja, das Geile ist, die läuft jetzt einfach weiter, bis ich die Taste finde, die ich zuletzt gedrückt habe, ne? Und ich will ja nichts sagen, ich habe heute meine Antivirenprogramme durchlaufen lassen, die sagen, es ist alles Tutti, ne? Alles Kein Tutti Virus, Frutti. Was hier irgendwie, also sich irgendwelche Späßchen erlaubt. Auf jeden Fall. Gar nicht. Oh, danke für den Fußboden. Please. Das ist ja mega. Please.
Plitze. Ja, cool. Plätze. Jetzt können wir ja schon die Kajüte einrichten. Ja, das kannst du gern schon machen, wenn du da Lust drauf hast. Ich muss mal erstmal hier abchecken, ob hier alles in Ordnung ist. Ob du das hier... Nee, eigentlich könnte ich ja schon mit dem Segel anfangen, also ich meine. Oder mit dem Segel. Denn eigentlich haben wir uns ja schon entschieden, wie das hier weitergehen soll. Aber wir müssen uns jetzt leider, leider wieder verabschieden. Und hoffen, es hat euch Spaß gemacht und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Schreibt uns gerne etwas in die Kommentare. Ansonsten, ein Däumchen für ein Träumchen. Tschüss. Tschüss.